Also ich bin trotzdem im Long schon seit 43.000, aber deswegen ist mir das jetzt gerade egal, was da passiert, aber schon interessant. So, Freunde, heute geht's auf nach Dubai. Wir haben jetzt gerade 2:30 ungefähr. Bin gerade eben noch aus dem Gym gekommen, habe gerade noch schnell meinen Koffer gepackt. Und ja, heute geht's mit dem guten Christian ab nach Dubai. Wir haben einige Meetings, wir haben viele Kunden auch einmal dort und wir haben eine kleine Mastermind-Runde und dich nehme ich auch einmal dann mit. Ich würde sagen, let's go. Wo fahren wir hin? Jetzt fahren wir gerade nach Frankfurt und dann geht's ab nach Dubai. Nette Menschen besuchen, ein paar Kunden besuchen und eine kleine Mastermind starten. Nicht schlecht. Schaffen wir das pünktlich zum Flughafen? Wir schaffen das immer pünktlich. Sind wir hier am Flughafen angekommen. Es ist brutal kalt, auf jeden Fall hier in Deutschland. Minus 6 Grad, minus 7 Grad. Minus 5. Minus 5, ey. Bin auf jeden Fall froh, recht in der Sonne zu sein. So, Freunde, gerade im Hotel angekommen. Ja, wir fahren jetzt nochmal downtown. Also, wir sind jetzt hier Jumeirah, ja, auf der Palme. Wir fahren aber nochmal kurz Richtung Downtown. Nochmal kurz kleines, schnelles Meeting. Wir haben jetzt auch ungefähr 21 Uhr schon, also relativ spät. Haben ja 3 Stunden on top. Ja, wir haben hier eine geile Aussicht auf jeden Fall. Ich nehme mich ein bisschen mit auf unsere Meetings, die wir auch einmal auch haben. Jetzt in den nächsten Tagen. Wir haben ja noch die Mastermind und ja, so ein paar Behind the Scenes. Ja, hier in Dubai und ja, so viel dann dazu. Der Chris ist auch da und jetzt gehen wir jetzt hier rein. So, während wir jetzt hier natürlich auch gerade in Dubai sind, pumpt natürlich auch einmal der Bitcoin. Na, das ist ganz normal und jetzt dumpt er auch. Ja, wie ich es auch in dem Video einmal gesagt habe, wie du hier auch gerade siehst. Ja, wir sind live natürlich auch hiermit auch online. Kurz auf 48k hoch und jetzt gerade wieder auf 45. Einfach aufgrund des Bitcoin-ETFs, ja. Das ist einfach der Hype, der steigt und steigt und steigt. Die Anleger sind sehr, sehr, sehr unruhig. Kann man sich zunutze machen, auf jeden Fall schnell Geld auch hier zu verdienen. Christian, guck mal. Ja, bitte. Schau mal. Was sagst du? Short? Ja, schau mal. Krass, oder? Das ist 15-Minuten-Candle. Das sind die 15-Minuten-Candles, genau. Kurzer Pump auf 48k. Jetzt gerade sind wir live wieder bei 46. Ja, der hat gerade 800 Pips in einer Minute gemacht. Genau, jetzt gerade wieder voll runter. Wir sind immer online, oder? Wir sind immer online. Ja. Also ich bin trotzdem im Long schon seit 43.000, aber deswegen ist mir das jetzt gerade egal, was da passiert, aber schon interessant. Also ganz entspannt, ne? Ja. Und Spot läuft ja eh und Bitcoin-Sparplan läuft ja auch. Deswegen ist es mir egal, ob der jetzt bei 46, 44, 40 oder 50 ist. So, wir versuchen jetzt nochmal einen kleinen Mini-Scalp hier für den Long. Der ist natürlich hier auch gerade ein bisschen noch unterwegs. Na, bin aber noch ganz entspannt. Wie gesagt, langfristig gesehen sind wir ja eh super, super bullish. Wichtig ist einfach, die FOMO kickt da ziemlich, ziemlich krass. Und anscheinend sind auch die ETF-Anträge wurden eben genehmigt. Also ich rechne ja ehrlich gesagt mit einem größeren Short-Squeeze. Jetzt vielleicht nochmal kurz einen kurzen Pump Long mitnehmen oder vielleicht auch nicht, mal schauen. Ja, und ja, vielleicht sehen wir ja heute, beziehungsweise wir haben ja gerade eben diese 45k gesehen, da muss man wirklich alles unter Kontrolle halt auch haben, ja, nicht irgendwie in FOMO geraten, alles wirklich entspannt auch sehen, eher das Ganze langfristig betrachten, ja, und das ist wirklich wichtig, ja, nichts verkomplizieren hier. So, dann zeige ich das hier nochmal. Ja, wir sind hier ganz live dabei. Unsere Analysten haben uns das hier gerade auch schon mal einmal geschickt. Ja.
Und ja, scheint wohl, dass der ETF genehmigt worden ist. Das heißt einfach, viele neue Menschen kriegen hier neue Zulassungen auf jeden Fall. Große Investoren kommen dann auch nochmal rein und das wird langfristig gesehen auch nochmal ziemlich bullisch wert auch werden. Aber jetzt kurzfristig gesehen, vielleicht ein kleiner Schutz. So, es wirkt wirklich geisteskrank, Leute. Ja, jetzt haben wir hier den nächsten Post direkt von Gary Gensler selber. Ich zeig's mir direkt hier so. Ja, und er sagt einfach kurze Form, ja, der ETF ist nicht genehmigt, ja. Und das ist nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Das heißt also, du wirst natürlich dieses Video ja super spät halt auch erst sehen, aber wir sind halt immer live dabei, unsere Community ist auch mit live dabei. Aber wichtig ist einfach, ja, wir haben ja von Anfang an gesagt, es wird ein Short Squeeze halt auch einfach kommen, also dass wir sehr, sehr krass short gehen werden. Siehst du ja nochmal in den anderen YouTube-Videos. Und hier kann ich ja nur eins sagen, ja. Die verarschen uns halt von A bis Z, von vorne bis hinten, ja. So, was für ein Zufall, dass jetzt angeblich dieser Twitter-Account vielleicht gehackt worden ist oder whatever, ja. So, was ist das für ein Zufall, ja, macht gar keinen Sinn. Ne, die wollten einfach auch nur selber auch mal schauen, wie reagiert der Markt denn selber, wenn das Ganze denn jetzt auch wirklich genehmigt ist. Ja? Und das ist wirklich entscheidend. Ja? Und ja, jetzt haben wir natürlich das Ding und ja, sind natürlich jetzt in den kurzen Mini-Short-Squeeze. Und es könnte jetzt sein natürlich, dass, ja, dass wir da jetzt wieder auch raufgehen. Ich bin selber gespannt, wie es da halt geht. Kleine Short-Skypes kann man da sehr, sehr gut platzieren. Wenn man weiß, wie man tradet, dann funktioniert es sehr, sehr, sehr gut und man darf sich einfach nicht verarschen lassen. Und deswegen ist immer wichtig, so was die News halt auch einfach angeht, ist einfach totaler, ist einfach kackegal. Ja, du musst einfach traden lernen, das ist so das Wichtigste. Wenn das für dich interessant ist, reicht mal für ein kostenloses Analysegespräch ein. And how long you work today? So how many hours you drive to the taxi? Today, yeah. I think 10 hours 17. 10 hours? Yeah. And when you finish? I have 2 hours. 2 hours? Yeah, more have 2 hours. 2 hours and then finish. Und jetzt kurz nochmal eben zusammenfassen, auch jetzt kurz zu dem Taxifahrer. Ich meine, der Taxifahrer, wir haben das kurz auf seiner Uhr gesehen, dass wir das mal kurz zusammenfassen. Das waren circa 600 Dirham. Also jetzt mit uns, sagen wir mal, hat er 600 Dirham. Sagen wir mal, wir bleiben bei den 600 Dirham, die er jeden Tag davon macht. So, das macht er am Tag, davon kriegt er im Schnitt, hat er gesagt, ja, sagen wir mal, wir bleiben bei 20%. Weil teilweise hat er mal 10, manchmal 15, manchmal 25, ist abhängig von der Commission. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, hat er 20%. Das sind 120 Dirham. So, 120 Dirham, die er bekommt. Von diesen 120 Dirham sind nochmal circa, ja, das sind circa 30 Euro. Also, er verdient 30 Euro am Tag, fährt jeden Tag 14 Stunden Taxi und das Ganze 24/7, also 30 Tage im Monat. Heißt also auch, dann verdient er dann im Schnitt 30 Euro am Tag, das mal 10 sind wir bei 300, das mal 4 sind wir bei 1200 Euro. Jetzt kommt aber noch der Moment, was macht er mit diesem Geld? Der nimmt dieses Geld und investiert 80% von seinen monatlichen Einnahmen in sein Land Pakistan, um da in Immobilien zu investieren, um seinen Plan zu verfolgen mit 50 in die Rente in seinem Land zu gehen. Und jetzt meine Frage an dich, was machst du mit deinem Geld in Deutschland und hast du diese Pläne wie die Leute hier, die für Hungerlohn in Deutschland arbeiten und du natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten auch hast in Deutschland. Ich möchte dir damit nur mit auf den Weg geben, du hast nichts zu meckern. Meeting's done. Und jetzt geht's weiter. Essen, essen, Männer. So, und während wir hier mal aufs Auto warten, ja, schön natürlich einmal in den Bitcoin-Short auch einmal drin. Ja, wie wir es auch gesagt haben, 50.000er Dollar-Position einmal offen. Es sind noch mehr Shorts einmal offen. Ich kann das auch gerne mal hier so ein bisschen behind the scenes auch einmal zeigen. Ja, einmal hier, zack. Also ich gehe mal im 4-Stunden-Takt einmal rein. Und dann sieht man hier, ja, da sind noch 3 weitere Short-Positionen da oben geöffnet. Ja, das heißt, falls wir hochpushen, ja, dass wir dann hier nochmal weitere 50k Positionen einmal aufbauen.
dass wir dann am Ende so mit 200k im Short halt auch einmal sind. Ja, so viel eigentlich dann dazu. Ne? Wir waren nochmal kurz unten bei der 44.300. Ja, kann eigentlich nochmal ein bisschen eher Short gehen, wegen dem Bitcoin-ETF einfach. Ja, weil die Leute eher gemerkt haben, dass es danach eher Short gehen könnte. Und das ist jetzt gerade nur eine gewisse Erholung. Und dann bin ich der Meinung, dass es hier vielleicht nochmal kurz hochwicken könnte. Ja, aber dass wir dann direkt wieder schnell runtergehen werden. So, Freunde. Ja, kommen wir mal zum Ende von diesem Vlog, würde ich mal fast behaupten. Nochmal ein paar coole, wichtige Sachen. Jetzt einmal nochmal kurz für dich, was halt auch wichtig ist. Ja, was jetzt gerade so in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, ich möchte dich mal ein bisschen mit auf die Reise auch einmal nehmen. Ja, und zwar der Bitcoin ETF ist ja jetzt nun mal auch einmal genehmigt worden. Ja, gerade brandaktuell. Wir waren wieder mal die Ersten, die darüber berichtet haben. Gerade in der Telegram-Gruppe hier bei News bei Florian Sondershausen siehst du es halt. Ja. Wir haben halt auch ein ganzes Team im Background, die auch die ganze Zeit heute bei Bloomberg TV, wir haben halt die Premium-Version, ja, die hat auch nochmal ein Schweinegeld auch kostet, ja, um einfach wirklich keine Fake News auch zu verbreiten. Das heißt, alle unsere Sachen, unsere Daten, auch, die wir halt auch rausgeben, sind halt auf jeden Fall auch da, ja, live von der Hauptquelle schlechthin, ja, wo alle Leute ihre Daten auch letztendlich beziehen, also die großen institutionellen Anleger einfach. Und ja, wichtig ist einmal, ich möchte dir noch ein paar Tipps und Tricks hier einmal nochmal mit verraten, was nochmal wichtig ist. Ja, was ich auch nochmal so live bei Instagram auch einmal gezeigt habe, da habe ich jetzt hier auch nochmal kurz die brandaktuellsten News natürlich auch gedroppt und auch hier noch so mal ein bisschen Insights auch gedroppt, meine persönliche Meinung, ja, was halt auch einfach wichtig ist, wie du das Ganze halt auch einmal angehen kannst, ja. Und wichtiges Bild hier, ja, was ich jetzt hier einmal zeigen möchte, ja, kann man vielleicht hier auch nochmal auch einblenden. Ja, das findet man auf jeden Fall bei uns bei dem Broadcast-Channel bei Instagram. Und hier ist einmal wichtig zu sehen, ganz links, ja, gab es einmal die CME Futures, ja, die einmal gelauncht worden sind, ja. Und als diese gelauncht worden sind, ist alles geschortet, ja. Dann einmal, als der Coinbase IPO-Launch auch einmal war, also dass er live gegangen ist und dann noch weitere Future-Launches gekommen sind, sind wir danach immer komplett einmal abgestürzt. Das sind die zwei Dinger da in der Mitte, ja. Und dann jetzt einmal, ja, dass wir den Bitcoin Spot ETF Launch haben, ja, so, ne, dieser Bullenmarkt, den ich damals vor einigen Wochen, Monaten noch angekündigt habe, war der ausschlaggebende Punkt letztendlich, warum wir in den Bullenmarkt auch wieder gegangen sind. War das jetzt 100% klar? Nein, aber die Märkte reagieren immer sofort auf solche Nachrichten und nicht erst dann, wenn der Launch, also der Spot ETF genehmigt ist. Ja, genau das ist der Punkt, wo es dann eigentlich wieder short geht. Weil warum? Die ganzen großen Investoren, die wollen ja auch günstig kaufen und teuer verkaufen. Die Psychologie ist ja genau da dasselbe. Und mich hat heute auch einer bei Instagram gefragt, hey Flo, wie machst du das eigentlich? Ja, was ist dein bester Indikator? Und da habe ich einfach nur gesagt, Massenpsychologie. Umgekehrte, also einfach das Umgekehrte machen. Was die breite Masse macht, mache ich einfach das Gegenteil. Wenn alle erwarten, dass Bitcoin raufgeht, dann verkaufe ich ab. Ja, oder beziehungsweise platziere mir gute Future Trades auch einmal. Ja, genau das lernt man auch bei uns in unserem TÜV-zertifizierten Unternehmen. Ja, und ich habe von Anfang an angekündigt, ja, hier siehst du auch einmal ein Short, ist noch nicht so groß, ist eine 100k-Position, kann man sehr schnell mit Hebel auch erreichen und ich bin total entspannt. Wichtig, ja, du, Trading darf dich nicht irgendwie foltern oder sonstiges. Trading muss für dich einmal, keep it simple, auch einmal gestaltet werden, weil sonst wird es ein großes Problem. Wenn ich gerade das Video hier mache, sind wir schon bei $800 Profit, gerade eben waren wir noch bei 600. Ja, das geht ruckzuck. Ja, man kann einfach gute Orders auch einmal in den Markt planen. Ja, das habe ich auch, also das teile ich ja auch immer transparent im Broadcast-Channel. Trading ist nicht kompliziert, ja. Du musst nicht irgendwie studiert haben oder sonstiges. Ich bin auch mittlerweile auch an den Punkt angekommen, ja, ich kann mir selber aussuchen, von wo ich arbeite, was ich überhaupt machen möchte, ja, aber das ist hier wirklich mit 100% Leidenschaft, ja, aber wo sollen denn die Menschen sonst hingehen, ja, deswegen haben wir eine Substanz in Deutschland, deswegen sind wir auch nicht in Dubai, auch wenn Dubai auch ganz cool ist auf jeden Fall, ja, so, aber
Ich mag es einfach in Deutschland, ja. Ich mag es auch nicht ganz so, wenn es so heiß ist und es ist super viel Traffic auch hier, ja. Aber ich bin trotzdem unendlich dankbar. Ich kann mir aussuchen, ich kann mir die schönsten Hotels letztendlich auch leisten, ohne irgendwie viel drüber nachzudenken. Das ist ja auch nochmal das Tolle. Ich kann schöne Sachen auch erleben, ja, Workspaces auch machen und. Du hast ja hier auch ein paar Einblicke auch bekommen, was so im Vlog letztendlich auch passiert ist. Ja, es geht auch immer noch weiter und immer weiter. Ansonsten kann ich dir nur sagen, ja, wenn dich das selber auch interessiert, wenn du auch das Ganze lernen möchtest, ja, wie du auch mit wenig Zeitaufwand gute Analysen betreibst, ja, weißt, wann du kaufst, wann du verkaufst, dann trag dich ganz gerne mal für ein kostenloses Analysegespräch unter www.florian-sandershausen.de ein, hier unter diesem Video. Ja, ansonsten hoffe ich, dir hat das Video bis hier noch erstmal schon mal gefallen. Ja, und wichtig ist wirklich, Trading kann wirklich jeder lernen. Ja, ich habe das in klaren systematischen Prozessen niedergelegt. Wir haben massig viele Live-Calls, genau deswegen sind wir auch zertifiziert. Ja, und es geht immer weiter. Wir wachsen und wachsen und wachsen. Ja, ich bin gar nicht alleine, das ist keine Einzelleistung. Ich habe ein extrem, extrem großes Team. Ja, wir haben da gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Christian ja auch die ganzen Prozesse auch mit aufgesetzt, dass es überhaupt erstmal so geil werden kann. Und ja, wenn das Ganze für dich interessant ist, du weißt, was zu tun ist, wenn du in die Umsetzung auch kommen möchtest und wenn du selber dein selbstbestimmtes Leben auch in die Hand nehmen möchtest. So viel dazu und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Vlog. Ciao, ciao.